Da freut man sich jeden Tag über, wenn die dann groß wird und immer weiter. Und wenn sie dann morgens ankommt, das ist ein schönes Gefühl. Ne? Ja, man hat ja auch viel Zeit investiert. Ne? Wenn die denn, ja, ich hoffe, dass sie gesund bleibt und auch groß wird. Ne? Das kann immer mal was passieren. Mit Tieren ist immer eine Sache. Man guckt morgens und schon ist was passiert. Ne? Das ist so. Die Mutter von Julchen war sehr krank und ist dann gestorben. Und da musste ich leider Julchen von der Mutter trennen, da sie ja nicht mehr weiter ernährt wurde. Und wir haben sie dann nach oben im Wohnzimmer genommen. Dann habe ich versucht, mit Milch großzuziehen. Und wie man sieht, ist es mir gelungen, obwohl ich alle 2 Stunden nachts aufstehen musste, um Julchen zu füttern. Wie ich dann gesehen habe, dass es ganz gut geht und sie jetzt teilweise gut gewachsen ist, hat es dann auch Spaß gemacht. Das ist der Beutelersatz von der Mutter. Die sind das ja gewohnt im Beutel und das Fell ist natürlich optimal dafür. Ne? Wie zu Hause für sie. Ne? Und sonst werden wir hier vorne ein kleines Gehege bauen, wo sie reinkommen, dass sie sich an die Tiere gewöhnt. Und das wird den ganzen Sommer noch andauern, bis sie sich in der Anlage zurechtfindet.